Nemo. Joya Malin. Caroline Alve. Lo und Lady. Hech. Oder Double Fantastic. Sie alle haben den Swiss Music Award in der Kategorie SRF 3 Best Talent gewonnen. Mittlerweile da stehen sie auf den grossen Festivalbühnen, füllen das Saalenstadion oder vertreten die Streets am Eurovision Song Contest. Vielleicht haben sie es bei uns bei SRF 3 das erste Mal gesehen oder gehört, bevor es bei ihnen dann so richtig abgegangen ist. Die machen immer nur das, was mir gerade flasht. Yeah! Hurra, wie sie läuft, sie ist so tot, wie sie redet, wie sie tanzt, wie sie, yeah! Solange die Sonne scheint, habe ich Liebe für dich. Erst wenn es regnet, ist sie fort. Jetzt sind wir am Tanzen, Tanzen, Arsch, Arsch und Tanzen. Hallo zusammen, ich bin Joya Malin und ich freue mich mega, dass ich von SRF 3 das neue Best Talent bin vom Juni. Ich habe ganz viele Fragen bekommen, wann ich jetzt muss vorlesen und nachher ehrlich und so schnell wie möglich beantworten. Wir haben natürlich jahrelang Konzerte gespielt, wo man eine Teller Spaghetti bekommen und eine Kiste Bier. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Geld oder vielleicht auch einfach bessere Spaghetti. Aber ja, von dem her hat sich etwas da. Ich weiss noch, wo Nightmare rausgekommen ist, hat SRF 3 das als allererstes gespielt. Und ich bin zuhause gehockt mit meiner Mami in der Stube. Und ich habe eine Nachricht bekommen, Joya bald läuft Nightmare zum ersten Mal im Radio. Und wir sind wirklich bei ihr im Büro gestanden, in der Stube, und ich habe fast gebrüllt. Ich habe mich so gefreut. Wow, das ist mein Song. Und dann hören jetzt einfach ein paar, also dann hören einfach die Leute. Und dann bin ich SRF Best Talent geworden. Und irgendwie, ja, und jetzt bin ich da. Das ist schon crazy. Mit unserem Best Talent Gütesiegel entdecken wir vielversprechende Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz, begleiten wir sie und unterstützen wir sie auf ihrem Weg. Moi, je pense que c'est vraiment une très très bonne opportunité, parce que de ce que je peux voir dans l'industrie actuelle, c'est vraiment le seul truc qui aide vraiment les jeunes artistes qui propulsent vraiment la carrière. Ende Jahr nominieren wir 3 und schicken sie ins Rennen um den Swiss Music Award in unserer Kategorie SRF 3 Best Talent. Merci vielmals, deres 3, dass das möglich ist, all unseren Familien und Freundinnen. Merci vielmals. Der Best Talent Music Award war der grösste Push in unserer Karriere. Das Gesamtpäckchen mit dem Monatssieger, dann mit dem Airplay, den du kriegst, dann mit der Nomination und dem ganzen Votingverfahren und dann mit dem Gewinn. Hat uns von kompletten Nobodies zu einer Band irgendwie gekieft, die man kennt in der Schweiz. Nachher haben wir uns schon noch beweisen und zeigen, dass wir es auch können und so. Und langfristig, dass wir Schnauf haben. Aber die Leute haben uns plötzlich gekannt. Wir sind also wirklich sehr gerührt. Das freut uns extrem. Wenn du so eine Auszeichnung bekommst, dann hast du das Gefühl, hey, jemand glaubt an uns auch. Also es ist nicht nur einfach wir selber, sondern irgendwie, es ist schon die erste Bestärkung, so, look, hey, das kann auch klappen, den Leuten gefällt das irgendwie. Es ist zwar noch nicht gross, aber es hat irgendwie ein Potenzial. Und es hat uns einen mega Motivationsschub gegeben, jetzt für intern. Und wir haben unfassbar viele Konzerte können spielen. Das ist vor allem das, was passiert ist. Wir haben, das Booking ist komplett explodiert für Festivals. Und das ist einfach geil, zum Erfahrungen sammeln. Mehr Bekanntheit heisst mehr Bookings für Konzerte. Und wer das der SME gönnt, der oder die bekommt noch ein Fördergeld von 10'000 Franken. Eigentlich alles das Geld, das man bekommt, wird direkt in die Musikproduktion hineingeflossen. In Kosten von MusikerInnen und von sonstigen Produktionskosten. Ich glaube, Videobudget sogar auch noch. Ich glaube, es hat uns einfach mega ermöglicht, das nächste Projekt in Angriff zu nehmen und gerade weitermachen. Und ich glaube, es ist gerade cool, weil gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man vielleicht dann Best Talent gewinnt, ist es mega wichtig, dass es eben gerade weitergeht. Und ich glaube, das kann man direkt in das reinstecken. Weiter geht es bei uns immer. Unsere Best Talent Familie wächst nämlich von Monat zu Monat. So tauchen wir zusammen mit uns immer wieder neu und anders in die Schweizer Musikszene ein. Es ist mega wichtig, dass die Familie abgebildet wird, die ist noch viel grösser. Das ist gut, kommt nach einem Monat wieder den nächsten Monat, weil es sind noch so viele Musikerinnen und Musiker da draußen. Und je breiter da irgendwie Visibilität
kann hergestellt werden, umso besser. Gurten, merci vielmals!